Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt ein Texturenpaket aufgespielt. Aufgespielt. Und das ist das Misa HD Texturenpack, das solltet ihr sicherlich kennen. Ja, ich hatte es schon aufgenommen, aber wie ihr wisst, war der Ton ziemlich scheiße. Und hier oben im Bild war so ein hässliches dxtory.com Logo und deswegen wollte ich euch das nicht antun und deswegen lade ich jetzt einfach nochmal ab jetzt hoch. Jetzt sollte das eigentlich klappen. Ich habe es dann nur 20, 21, 19 FPS. Ist nicht so sehr viel, aber immerhin etwas und es läuft eigentlich recht okay. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt gerade hier das da dicht gemacht mit Sand. Dann habe ich hier noch ein bisschen Öfen gemacht, weil ich mir was brennen musste. Die werde ich aber noch in einen extra Raum verlagern. Das war jetzt nur so improvisatorisch. Dann habe ich hier so einen Unendlichkeitsbrunnen, wo man sich dann immer Wasser in der Mitte rausnehmen kann. Und hier halt die kleine Plantage hier mit Weizen. Und hier halt mit Zuckerrohr. Ja, gut. Ich werde jetzt hier nochmal weiter Zuckerrohr pflanzen. Und mit unserem Knochenmehl hier mal die Weizenproduktion vorantreiben. Damit wir unseren Jägermagen füllen können. So, das packe ich jetzt einfach mal eben alles ab. Ich springe hier einmal rüber, damit ich den schönen Boden hier nicht kaputt mache. Oh. So. Ach, da habe ich die Samen. Gut, dann wichsen wir hier jetzt einfach mal auf den Boden mit unseren Samen drauf. Siehst du, weil das sollte, glaube ich, auch reichen, um hier so ein ganzes Feld zu Samen. Ich liebe ja diese Zweideutigkeit. Da lache ich mir gerne einen ab und kringe mich ein und scheiße mich ein von Lachen. Also, das liebe ich echt gern. So, vier haben wir nicht mehr. Einen haben wir noch, um genau zu sein. So, perfekt. Gut, die Sonne geht auch unter. Boah, gut, zum Glück nichts passiert. Ja, wie gesagt, die Sonne geht unter und ich werde mich jetzt mal schlafen legen. Och, die Sonne sieht ja schön aus. Eigentlich mag ich dieses Misa-Texturen-Paket nicht so sehr, aber das ist das einzige 64er-Texture-Pack, was ich irgendwie mag. Und deswegen habe ich das einfach mal reingemacht. Und gute Nacht. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich will aber schlafen! Mano! Ah, jetzt! Ah, guten Morgen! Guten Morgen, Leiter! Guten Morgen, Treppe! Guten Morgen, Truhenraum! Guten Morgen, Tür! Guten Morgen, wie nennt man das noch? Laub! Guten Morgen, Öfen, Stein, Schaf, Schwein, Schwein, Unkraut, Feld und Kakteen! Ach ja, ist das eine schöne gute Laune hier am Morgen. Sowas liebe ich ja. Ah, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht kaputt machen. Ich wollte das hier eigentlich alles bepflanzen. Juhu, und ich rede so cool. Das klingt total überzeugend. Und das werde ich auch gleich mal wieder sein lassen. So, was habe ich jetzt vor? Ich werde mich jetzt mal in unserem Haus um das Glas kümmern. Also hier, was wir da so am Rand so rumstehen haben. Also rumstehen nicht, was hier so ist. Haben wir überhaupt Glas? Wir haben unten, glaube ich, Glas. Das hatte ich noch in der letzten Aufnahme von drüben geholt. Von unserem alten Haus. Da werde ich jetzt einfach mal ganz frech hier die Scheiben zerstören. Und da oben auch. Und da erstmal neue reinsetzen. So. So, so. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut aussieht von draußen. Muss ja auch nicht, ist ja nur auch, ist ja auch nur so eine kleine Bauernhütte. Bauern müssen sich mit allem zufrieden geben. So, wie sieht das aus? Ach ja, kann man so nehmen. Ist schon okay so. Sehr schön. Gut, ja, was habe ich jetzt vor? Das weiß ich selber gar nicht. Holz könnten wir eigentlich noch gebrauchen. Habe ich noch Holz dabei? Ich könnte hier ja jetzt so einen kleinen Anbau machen. Ah, oh, nicht so viel Holz. Naja, auf jeden Fall, ich könnte hier jetzt so einen Anbau machen, was ich, glaube ich, auch tun werde.
wo wir dann unsere Öfen reinmachen. Ach, da sind sie sogar noch runtergefallen. Hä, wieso ist denn der Sand schon wieder weg? Are you fucking kidding me? Yeah. Ja, wo mache ich den Anbau denn jetzt überhaupt hin? Ich glaube, ich mache den hier so hin. Ne, warte mal, noch einen... So. Ja, ja, so ist gut. Dann kommen hier nämlich die Öfen hin. Und hier so ein Gang und dann... Hier, ne? Wisst ihr, was ich meine? Gut. Jetzt muss ich hier mal eben unsere... Wie heißt das noch? Unsere Schere nehmen. Damit wir das hier auch wieder zurückbekommen. So. Mache ich das einfach mal so lang. Dann kommt hier eine Glasfront hin. Okay, Glasfront, nicht eine Glasschicht. Dasselbe mache ich auch da. Dann muss ich nur mal eben hier meine Axt auswählen, um das hier wegzukloppen. So, und hier mache ich das jetzt auch einfach mal ganz frech. Ich habe mir überlegt, sowas in der Art wie Gronkh zu machen. So eine Twitter-Session sozusagen. Dass ihr mir auf Twitter Sachen schreibt und ich dann darüber dann was erzähle zum Beispiel. Ich finde das nämlich gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein, weil sowas auch ein bisschen Spaß macht, finde ich. Weil man dann auch mit den Leuten so ein bisschen enger in Kontakt steht und hier und da und hast du nicht gesehen. Und ja, wenn ihr da Bock zu habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Mein Twitter-Account findet ihr auf... Nee, findet ihr nicht auf, findet ihr in der Videobeschreibung. Genau, nicht auf der, sondern in der. Wäre ganz cool, wenn ihr mir da folgen würdet, weil ich laber wieder unnötige Scheiße hier, merke ich gerade. Aber egal. Was ich sagen wollte, ich schreibe da auch öfter mal was als auf Facebook. Und von daher, ja, wäre es für die treuen Fans unter euch ganz okay. Und ich muss mal eben die Mausempfindlichkeit ein bisschen hochstellen, das ist mir hier ein bisschen zu langsam. Ja, schon viel besser. Ich will nämlich... Ach doch, doch, der ist zu uns gekommen. Ich wollte gerade sagen, der will nicht zu uns kommen. Okay, das ist jetzt schon wieder zu schnell. Fuck! So, 119. So, da oben habe ich jetzt die Bretter. Och, scheiße, davon habe ich ja kaum welche. Ne, reichen tut das, glaube ich, nicht. Es sei denn, wir tricksen da so ein bisschen. Mit den Öfen. Dann kloppen die einfach hier so drauf. Dann müssen wir darunter nämlich keinen Bogen, Boden machen. Das wäre nämlich auch eine Idee, die man so umsetzen könnte. Und ja, ich weiß, das sieht scheiße aus hier mit diesem Gedöns. Deswegen mache ich das auch weg. So. Die kommen auch nochmal zu Papa. So, da die Öfen, da sind sie. Weiß es gar nicht. Ja, passt perfekt. Super, dann mache ich uns jetzt noch einen Ofen und hier kommt dann, was kommt hier hin? Hier kommt sowas hin. Den muss ich hier auch nochmal eben kaputt machen. Oh, wie mache ich das denn hier? Ich glaube, das lasse ich mal so. Oder? Sieht auch ein bisschen kacke aus. Warte mal. So. Da, da. Der hier auch noch. Ja, okay. So kann man das machen. Eigentlich könnte man... Ach nee, ist okay so. Ist okay. So, was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte mir noch einen Ofen machen. Ihr wisst ja, dass ich diese Symmetrie liebe. Oder, warte mal, da habe ich noch eine andere Idee. Ich glaube, ich mache das anders. Ich mache mir hier so eine Kohletruhe hin. So, und da kommt dann die Truhe hin. Dann habe ich hier immer so ein bisschen Truhe zum Heizen für die Öfen. Das ist nämlich auch gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Ordne dich, ordne dich, ordne dich. Sehr schön. Ja, das Addon heißt Intweaks. Bevor hier jetzt irgendjemand was fragt. Nein, ich werde euch keinen Link dazu schicken, das könnt ihr selber machen. Oh, was ich hasse ist immer so sehr, wenn Leute zu faul sind, sich irgendwas bei Google rauszusuchen. Denke ich mir immer nur, ehrlich, leck mich. Wie macht man denn hier Brot?
Warte mal, da muss ich mal eben kurz in die Minecraft-Wiki schauen. Minecraft-Wiki! Brot! Hast du Brot? Nein. Hast du Brot? Nein. Kennt ihr das? Das ist so ein witziges Video. Ach, okay, jetzt weiß ich, wie man das macht. So, jetzt habe ich Brot. So, das kommt zurück ins Inventar. Siehst du mal, dann haben wir auch was zu fressen hier. Okay, haben wir hier eigentlich auch überall, aber das ist dann nochmal was anderes. Ja gut, das ist angebaut. Ich werde mich jetzt mal so ein bisschen darum kümmern, hier so einen Weg zurück zu unserem Haus zu bauen. Ich weiß noch nicht, wie ich den Weg selber machen werde. Also aus welchem Material. Und dann werde ich das mit schönen Laternen machen. Mir dann so eine coole Mod runterladen und dann immer, wenn es dunkel wird, gehen die Ding ist das, wie heißen die noch? Die Lichter an. So was finde ich immer ganz cool. So was gefällt mir, nicht? Wir können ja einen Kakteenweg machen. Das ist dann für die harten Leute, für die Abenteurer. Die Sonne geht wieder unter. Ich weiß nicht, aus was wir das machen. Ob ich das aus Gravel mache oder aus Pflasterstein. Ich glaube, ich mache das aus Pflasterstein. Das sieht zivilisierter aus. Auch wenn das hier eher so ein Landweg ist, aber ich weiß nicht. Ich mache das jetzt einfach mal so. Und packe hier nochmal eben alles rein, so was wir nicht gebrauchen können. So, zack, zack. Die Erde nehme ich mal mit. Schweinefleisch, ja. Eimer, Sand. So. Will ich das hier... Boah, da habe ich einen zu... Boah, ich scrolle zu weit, oh mein Gott. Und ich habe gerade FPS-Einbrüche. Ah, genau, weil Google Chrome noch offen ist. So, jetzt sollte das besser gehen. Naja, okay, 15, 13, oh mein Gott. Das FPS-Monster greift uns schon wieder an. Hütet euch vor dem FPS-Monster. Es wird euch hier irgendwann töten. Es ist so böse. So, und jetzt haben wir auch 64 Steintreppen. Das ist gut, weil das ist hier so ein Landweg. Also, ich meine, ab durch die Pampa-Weg, wenn man das so sagen kann. So, dann kommen hier nämlich schon mal die Treppen hin. Dann muss man da nicht immer drüber hüpfen. Ah, das war, glaube ich, Sandstein da unten. Das Doofe ist ja, dass man so weit buddeln muss. Na okay, aber wenn man das jetzt so sieht, weil wir machen hier Landwirtschaft in der Wüste und da brauchen wir ja auch einiges an Erde. Deswegen, oh, Sandstein. Wenn wir uns hier durchkloppen, hier durch die Pampa, dann ist das doch recht gut. Ich werde den Weg auch nicht so geradlinig machen, das ist jetzt nur hier so, warte mal, da könnte man eigentlich auch einen Schlenker einbauen, oder? Ach nee, das ist schon okay. Das mache ich jetzt hier einfach so, das lasse ich so. Das sieht sonst nicht schön aus, nur eben so.